Wer hat denn von Ihnen noch Vertrauen in das deutsche Banksystem? Erhebe jetzt mal bitte die Hand. Ah, ich sehe da einige Hände, einige wenige Hände. Ich glaube, Sie sind hier ziemlich repräsentativ. Könnten Sie mal, damit ich weiterklicken kann, hier Saft draufgeben? Dann kann ich Ihnen das zeigen, wie repräsentativ Sie sind. Es sind viele in Deutschland, die mittlerweile nicht mehr Vertrauen haben in das deutsche Banksystem. Es gibt viele Menschen, die das Vertrauen verloren haben in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Was sind die Gründe? Die Gründe sind natürlich die Finanzkrise. Die Finanzkrise kennen wir, wir erinnern uns zurück an das Jahr 2008, an den September 2008. September 2008, Lehman Brothers ist in sich zusammengebrochen. Für viele war das der Beginn der Finanzkrise. Für mich war das nur das erstbare sichtbare Zeichen der Finanzkrise. Finanzkrise ist für mich persönlich aber keine Finanzkrise, sondern eine Krise von Werten. Wenn wir uns angucken, wie sich die Finanzwelt in den letzten Jahren entwickelt hat, dann sehen wir ja, dass die Werte sich total verschoben haben. Von daher rede ich eigentlich nicht von einer Finanzkrise, sondern ich rede von einer Wertekrise. Und ich möchte Ihnen, ich bin aber gerade ein bisschen weiter, möchte Ihnen das ganz gerne auch an Beispielen deutlich machen. Ich habe drei Beispiele mitgebracht. Das sind nicht alle Gründe für die Finanzkrise, aber vielleicht drei Themen, die es deutlich machen, die Sie auch kennen, die Sie täglich erleben. Das erste ist für mich Unfairness. Sie kennen das alle. Neue Kunden bekommen heutzutage in deutschen Banken andere Zinssätze als Sie, die jahrelang Kunde Ihrer Bank sind. Das kennen Sie und das, finde ich, ist schon echt bemerkenswert. Ein neuer Kunde wird anders behandelt als ein treuer Kunde. Natürlich nicht für lange. Aber stellen Sie sich das mal in einem anderen Umfeld vor. Sie gehen morgens zum Bäcker, jeden Morgen holen Ihre Brötchen. Zahlen immer ordentlich den Preis, der auf dem Brötchen steht. Da kommt ein neuer Nachbar und kriegt die Brötchen preiswerter. Ich glaube, Sie würden zu dem Bäcker nicht mehr lange gehen. Aber zu den Banken geht man meistens weiterhin. Also von daher für mich Unfairness ein ganz wesentliches Element, was zum Ausdruck eigentlich zu dem Werteverständnis von vielen Bankern geworden ist. Das ist nicht der Kunde, sondern das ist das Selbstverständnis des Bankers in den letzten Jahren geworden. Banker haben sich erhoben in vielen Teilen über die Gesellschaft, über ihre Kunden und doch arrogantes Verhalten auch an den Tag gelegt. Wie wird das deutlich? Wir kennen alle den Spruch, Wissen ist Macht. Und daran wird deutlich, dass man sich eben mit dieser Denke einen Vorsprung vor den Kunden dementsprechend verschaffen möchte. Wir alle haben es erlebt, auch in den Talkshows Ende 2008, Zertifikate, ein Finanzprodukt ist uns näher gebracht worden. Und Sie erinnern sich mit Sicherheit auch an die Bilder der Tagesschau, wo viele Rentner mit Plakaten vor Banken standen und demonstriert haben. Da haben die Banker deutlich mehr gewusst als die Kunden. Vielleicht nicht alle, vielleicht nicht der Berater persönlich, aber sie haben das Vertrauen ihrer Kunden missbraucht und haben die Produkte verkauft, die sie nicht benötigen. Von daher ganz klar für mich ein Zeichen auch von Machtstreben. Weiterer Punkt, und ich glaube, das ist der dritte und der Punkt, der allen irgendwie am meisten bewusst ist, ist das Thema Gier. Kein neues Thema. Tanz um das goldene Kalb steht schon im Alten Testament. Also von daher ein Thema, was uns Menschen schon lange begleitet. Aber etwas, was in der Wirtschaft und in der Finanzindustrie in den letzten Jahren dramatisch zugenommen hat. Und wir kennen alle die Diskussion um Boni. Und da ist es eigentlich sehr klar zum Ausdruck geworden. Es geht nur noch um den Gewinn. Es geht nicht mehr um die Beziehung zwischen Kunde und Bank, sondern es geht ausschließlich um das Geschäft, um den Gewinn aus dem Geschäft. Und wenn der Deal gemacht ist, dann ist es vorbei und man hat den Kunden vergessen.
Das ist die Orientierung, die in den letzten Jahren das gerade im Investmentbanking sich breit gemacht hat. Das ist aber auch eine Orientierung, die wir nicht nur im Rahmen von Bonus sehen, sondern auch eine Orientierung, die wir im Bereich der Investoren sehen, also von Pensionskassen, Versicherungen, die auch ihre Gelder verwalten. Da hat sich ein Denken beigemacht, nur noch von Quartal zu Quartal zu denken. Erstes Quartal, man guckt, wie ist es gelaufen, zweites Quartal, drittes Quartal, viertes Quartal. Und da stelle ich mir die Frage, was ist das für ein Vertrauen, was man einem Investor gibt? Ist das etwas, was noch mit Beziehungen etwas zu tun hat? Wenn ich einem Geld gebe und nach 3 Monaten wieder schaue, wie es gelaufen und wenn es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe, nehme ich das Geld wieder weg. Das ist auch ein Ausdruck von mir, dass ich nicht mehr interessiert bin, eine langfristige Beziehung aufzubauen, nur noch an den schnellen Punkt. Das sind für mich ganz wesentliche Gründe und das ist für mich ein Thema der Wertkrise, wie die Welt aus der Balance gekommen ist. Tanz um das goldene Kalb ist so für mich das Stichwort. Der Fokus auf das Monetäre oder man kann auch sagen, der Fokus auf den Aktionär, Shareholder Value, das ist das, was gepriesen worden ist in den letzten 10, 20 Jahren. Und ich glaube, worum es geht, ist, die Welt wieder in Balance zu bringen. Und ich glaube, dafür brauchen wir auch ein neues Denken. Dafür brauchen wir auch ein neues Denken in Banken. Da brauchen wir ein neues Konzept in Banken. Was macht dieses neue Konzept aus, für das ich stehe, was mir am Herzen liegt? Das ist in erster Linie ein ganzheitliches Denken. Also Kunde, Mitarbeiter, Gesellschaft und Aktionär in Einklang zu bringen. Dafür muss ich aber auch ein anderes Verständnis haben und muss offen sein für Menschen und insbesondere für Kunden. Für mich ein Fundament für eine Zusammenarbeit ist die Transparenz. Transparenz ist die Basis, um Vertrauen zu schaffen. Ich muss mich als Banker ein Stück offen machen, um ihnen eben die Möglichkeit zu geben, reinzuschauen und damit Vertrauen zu bekommen. Ich habe ganz konkrete 2 Beispiele, wie man das machen kann. Das erste ist Preistransparenz. Spricht ja nichts dagegen, offen zu legen, wie sich Preise bilden bei Zinssätzen. Man kann bei längerfristigen Verträgen Zinssätze an einen Referenzzinssatz binden, das in den Vertrag schreiben, da kann jeder genau nachgucken, wie der Preis sich entwickelt. Man kann genauso hingehen und im kurzfristigen Bereich eben sagen, wie man es macht. Der Kunde hat die Chance, nachzugucken, ist das, was ich sehe, auch das, was er sagt. Und so wird Vertrauen gebildet. Und der 2. Punkt Transparenz ist, zu zeigen, was mit Ihrem Geld passiert. Es ist ja nicht das Geld der Bank, mit dem gearbeitet wird, sondern es ist Ihr Geld, mit dem die Bank arbeitet. Sie sind die Eigentümer des Geldes. Also haben Sie auch einen Anspruch zu sehen, wo Ihr Geld hingeht. Also ist es eigentlich aus meiner Sicht eine Pflicht, das zu zeigen. Das kann man heutzutage relativ simpel machen. Das Internet gibt es schon ein paar Jahre. Es gibt Google Map. Also die Technik ist da. Man braucht es nicht mehr irgendwie in dicken Seiten oder in dicken Büchern zu drucken, sondern kann das sehr kommod, sehr einfach handhaben. Von daher für mich Transparenz ganz, ganz wichtig, um Vertrauen zu bilden. Und das macht für mich eine neue Bank aus. Das 2. und da geht es um die innere Einstellung, Dienstleistung. Hier geht es eben nicht darum, dass die Bank sich erhebt über die anderen, über die Gesellschaft, sondern darum, dass die Bank eigentlich das tut, was sie tun soll. Sie nimmt Einlagen, geht damit verantwortungsvoll um und vergibt Kredit. Das ist das Kern des Bankgeschäfts. Wir brauchen keinen Eigenhandel, wir brauchen keine Spekulation. Das kann man wirklich aussortieren aus den Banken heraus. Von daher innere Einstellung, wirklich Dienstleister, die Funktion, die eine Bank haben soll und darauf reduzieren und sich konzentrieren, das ist vollkommen ausreichend für eine Bank und für eine Kundenorientierung. Und etwas, was ich mir vorstellen kann, was sich doch vielleicht der ein oder andere auch hier im Saal wünscht, ist in den Dialog zu treten. Man kann ja auch in einer Bank mal einfach zuhören, was die Kunden denn sagen. Natürlich gibt man nicht immer recht, sondern man geht in einen Dialog und in einem Dialog heißt, dass man sich dann auch auseinandersetzt und gemeinsam eine Lösung findet. Zuhören eben etwas ganz Wichtiges, das geht ganz einfach in One-to-One, am Telefon, per E-Mail, aber das geht natürlich auch mit Nutzung der modernen Medien über Facebook und da kann jeder auch zuschauen oder eben über einen Blog. Als Bank kann man seine Meinung äußern und kann zu einer Diskussion einladen. Also von daher, Dialog ist heute mit den modernen Medien wirklich kein Kunststück mehr. Man muss sich halt nur trauen,
und offen sein, mit dem Kunden einfach ins Gespräch zu gehen. Man kann das auch tun mit Kundenveranstaltungen im Sinne, dass man Kunden einlädt und sich mit ihnen auseinandersetzt und erzählt, was man gemacht hat und einfach hört, was die Wünsche der Kunden sind. Also so schwer ist das an sich nicht, einfach zuzuhören und das zu tun, was der Kunde braucht. Das sind für mich drei wesentliche Elemente, die eine neue Bank ausmachen, die ein neues Denken in die Banken bringen und damit in die Finanzwelt und in die Wirtschaft bringen. Zusammenfassend kann man sagen, die neue Bank ist eine nachhaltige Bank, die eben ganzheitlich denkt, die eben People, den Menschen in den Vordergrund stellt, die die Umwelt berücksichtigt und damit natürlich auch die nächste Generation, aber die natürlich auch die notwendigen wirtschaftlichen Erfordernisse mitbringt und von daher den Dreiklang wirklich gemeinschaftlich hinbekommt. Aber am Ende sind wir alle Banker. Sie entscheiden, was mit Ihrem Geld passiert. Sie legen Ihr Geld bei einer Bank an und die macht etwas damit. Also Sie haben es in der Hand, was aus dem neuen Finanzsystem wird, wie sich das Finanzsystem weiterentwickelt, kann jeder, der in Deutschland ein Konto hat, mitbestimmen. Sie haben Macht, die Sie nutzen können. Also von daher, wir sind alle Banker und aus meiner Sicht sollten wir alle an der neuen Bank bauen. Schönen Dank. Das hört sich ja so klar und so einfach an. Was glauben Sie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man mit den Kollegen von der Deutschen Bank und der Bank redet und sagt, das sind die Modelle der Zukunft, wie würden die reagieren? Würden die sagen, wir machen das eh schon? Oder ja, da müssen wir noch besser werden? Oder? Also bis jetzt habe ich nur erlebt, dass sie interessiert zuhören, staunen und dann wieder gehen. Die Consultants hören da schon besser zu. Und finde das auch irgendwie toll, aber trauen sich dann auch nicht, in traditionellen Banken irgendwie vorzustellen. Okay. Und wenn Sie sagen, wir sind alle Banker und wir haben die Macht, was müssen wir dafür tun? Müssen wir bei Facebook eine Gruppe gründen und aufrufen? Oder? Sie können bei Facebook eine Gruppe gründen oder Sie können einfach Ihre Bank fragen, was macht ihr eigentlich mit meinem Geld? Okay. Ja, und dann einfach gucken. Vielleicht gibt es auch Banken, die was Sinnvolles mit dem Geld machen und einfach gucken, gibt es eine Bank, die einfach so anpasst. Super. Also das ist ganz klare Aufforderung. Ich werde dann gleich anfangen, nächste Woche mal fragen, was denn dann geht. Sehr gut, ganz gut. Ich bin gespannt, dass wir noch weiterkommen. Herr Schönmann, vielen Dank für den Vortrag. Schönen Dank. Und wir sehen uns später.